Guten Abend und herzlich willkommen im Literarischen Salon, in dem wir heute wieder mit einem Termin aus unserer Reihe Umweltsorgen aufwarten. Diese Reihe haben wir zusammen mit der Stiftung Leben und Umwelt aufgelegt und die ist damit also für heute unsere Kooperationspartnerin. Zum dritten Mal übrigens schon und auch nicht zum letzten Mal, denn das Thema Umwelt und dann auch insbesondere das Thema Klima wird uns alle so schnell nicht mehr loslassen, da dürfen wir ganz sicher sein. Liebes Publikum, der heutige Abend liegt nicht ganz zufällig so kurz nach der Bundestagswahl, die ja, das haben ja alle Umfragen zur Wahl ergeben, die ja auch eine Klimawahl gewesen sein soll. Eine dazu passende Klimaregierung haben wir bislang noch nicht, das soll uns aber überhaupt nicht daran hindern, darüber zu sprechen, was diese Regierung und nicht nur diese, sondern auch die nächsten Regierungen in den nächsten Jahrzehnten, was denn auf diese Regierung zukommen wird. Um das zu klären, nutzen wir das Buch, um das es heute geht. Es heißt Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Sie haben das Buch vielleicht schon an unserem Thalia Büchertisch gesehen. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, und zwar im Mai dieses Jahres. Und einer der Autoren ist heute bei uns zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Guten Abend, Nick Reimer. Dankeschön. Herzlichen Dank. Nick Reimer ist Journalist und Buchautor, wobei unbedingt zu erwähnen ist, dass er Deutschland 2050 nicht allein geschrieben hat, sondern gemeinsam mit seinem Kollegen Thoralf Staudt. Der war schon einmal hier 2012. Allerdings mit einem anderen Thema. Ich komme darauf gegen Ende des Abends noch mal ganz kurz zurück. Für heute Abend jedenfalls hat Thoralf Staudt, für ihn hat das nicht gepasst, der Termin. Das ist zwar ein bisschen schade, das wird diesem Abend aber nicht im Mindesten schaden. Warum? Weil sich Nick Reimer auch allein und gewissermaßen hier in einem Solo-Auftritt allerbestens auskennt in der Materie. Das tut er nicht nur deswegen, weil er dieses aktuelle Buch geschrieben hat, sondern er ist ganz generell ein Experte auf dem Gebiet. Und damit bin ich schon ein wenig bei der Vorstellung unseres Gastes. Und Sie unterbrechen mich gerne, wenn ich irgendwelchen Unsinn dazu erzähle. Ich mache es auch kurz. Journalist habe ich eben gesagt. Genauer gesagt müsste es eigentlich heißen Wissenschaftsjournalist. Noch genauer sollte ich sagen, dass Sie ursprünglich gelernter Umweltverfahrenstechniker sind, dass Sie lange Zeit Chefredakteur des Online-Magazins Klimaretter-Info gewesen sind und dass Sie immer noch den sehr ausgezeichneten Blog Klimalügen-Detektor betreiben. Das stimmt alles so. Also, wie Sie daran hören, unser Gast ist bestens im Thema und mithilfe dieser heutigen Veranstaltung sind wir das dann nachher sicher auch. Dabei wird uns das Buch eine große Hilfe sein. Es ist sehr stringent aufgebaut. Alle Probleme, die sich schon heute oder schon jetzt für Deutschland abzeichnen in Bezug auf die Klimakrise, alle Themen werden in vielen Einzelkapiteln Thema für Thema und Bereich für Bereich ganz gut durchdekliniert. Jetzt haben Sie aber keine Sorge, wir werden jetzt hier nicht das Buch Punkt für Punkt durcharbeiten, denn das Buch lesen sollen Sie nach Möglichkeit noch selber. Vorab noch dies, die Frage, wie die aktuelle Politik auf die Klimakrise reagieren soll, die Frage wird uns möglicherweise dann noch beschäftigen, das dann aber auch erst im späteren Verlauf. Zunächst unterhalten wir beide uns hier vorn, Nick Reimer und ich. Mein Name ist Jens Meyer-Kovac und ich bin einer der Programmleiter des Literarischen Salons. Also zunächst zu zweit hier vorn, dann auch mit Ihrer Beteiligung. Denken Sie bitte daran, wenn es dann in diese Publikumsrunde geht, nach einer guten Stunde, denke ich, dass Sie dann auf jeden Fall auf unser Publikumsmikrofon warten, dass dann eine Kollegin oder ein Kollege Ihnen zur Verfügung stellt. Wir zeichnen diese Veranstaltung auf und es wäre sehr schade, wenn man Ihre Fragen und Anmerkungen dann bei der Aufzeichnung nicht mithören kann, die wir einen Tag später dann online stellen werden. So, jetzt sind Sie ganz gut informiert und wissen, was Sie in den nächsten rund 90 Minuten erwartet. Worum es heute übrigens nicht geht, ausdrücklich nicht geht, und damit fange ich vielleicht mal an, lieber Herr Reimer, es geht ausdrücklich endlich nicht mehr darum, ob es den Klimawandel gibt oder ob er irgendwie, wenn es ihn denn gibt, ob er menschengemacht ist, da sind sich alle einig. Jetzt habe ich ja gesagt, Sie sind schon ganz gut und lange im Geschäft.
Was würden Sie sagen aus Ihrer Sicht? Wann hat sich das durchgesetzt, dass zumindest von politisch relevanter Seite tatsächlich anerkannt worden ist, wir haben ein Problem, wir müssen dringend handeln und das Thema Klimakrise ist nicht nur da, es ist nicht nur menschengemacht, sondern jetzt muss was passieren. Ich würde sagen, Anfang der 90er Jahre hat sich diese Erkenntnis durchgesetzt. Da hat nämlich die Bundesregierung ihr erstes Klimaziel beschlossen. Es gab in den 80er Jahren eine Enquete-Kommission zum Klimaproblem und die Regierung Kohl hat also im November 1990 ein Klimaziel beschlossen. Die alten Bundesländer sollten bis zum Jahr 2005 ihre Treibhausgase um mindestens 25% reduzieren. Und die neuen Bundesländer sollen ihren Beitrag leisten, hieß es dann, weil man glaubte, nicht über eine gute Datenlage aus der DDR zu verfügen. Fälschlicherweise übrigens. Was dann passierte, war interessant. Plötzlich nämlich gingen die ganzen Lobbys los und fing also an, die Klimapolitik, die damals angeschoben werden sollte, an auf Schritt und Tritt zu torpedieren. Das ging so weit, dass die SPD, also als dann das Klimagesetz im Bundestag war, gesagt hat, nein, das ist viel zu unambitioniert, was ihr macht, wir müssen mindestens 30%. Und dann kamen eben die Lobbys und haben jedes politische Instrument, was auf den Tisch kam, um das Ziel umzusetzen, torpediert. Dazu kam auch, dass Teile der Union und vor allen Dingen Teile der FDP das Klimaproblem offenbar damals nicht richtig durchdrungen hatten. Und so kam es dann eben, dass im Jahr 2005 die alten Bundesländer ungefähr 4% Emissionsreduktion zu Buche geschlagen haben. Jetzt haben Sie möglicherweise gesehen, dass ich ganz überrascht geguckt bin. Hintergrund meiner Frage hätte natürlich sein sollen, wann hat sich das herausgestellt, dass es mittlerweile von allen anerkannt wird, wir haben ein Problem. Hätte ich jetzt getippt, dass Sie nicht 1990 sagen, weil aus, weiß nicht, wie es ihm geht, aus meinem Empfinden war das Thema zwar ausgesprochen, Wissenschaft wusste Bescheid, aber es war sozusagen nicht auf der breiten Tagesordnung. Überrascht war ich jetzt unter anderem auch deswegen, man muss dazu erwähnen, unser Gast hat übrigens auch wieder mit Thoralf Staudt schon im Jahr 2007 ein Buch geschrieben, das hieß Wir Klimaretter, damals auch bei Kiepenheuer und Witsch. Da ging es im Inhalt letzten Endes darum, was hätte vor 14 Jahren eigentlich alles passieren müssen, um jetzt, Achtung, für 2020 möglichst den CO2-Ausstoß zu halbieren. Das hat ja nun überhaupt nicht geklappt. Und wenn es so gewesen sein würde, wie Sie jetzt gesagt haben, also das Bewusstsein ist da gewesen für alle, dann hätte das ja eigentlich nicht so grandios in die Hose gehen dürfen. Naja, es gab immer so Wellen. Wenn wir uns an die Elbeflut erinnern, da hieß es damals, oh, jetzt müssen wir ganz dringend mit dem Klimaschutz beginnen, weil das sind die Auswirkungen vom Klimaschutz. Und wenn man sich zum Beispiel die sächsische Landesregierung anguckt, die sind bei allen Daten zum Klimaschutz hinten dran. Ausbau der Erneuerbare, Nutzung von erneuerbaren Techniken, Förderungen, Förderprogramme, da sind die überall hinten dran. Es gab zum Beispiel 2007 so eine Welle. Da gab es wieder einen dieser Weltklimaberichte, Sachstandsbericht, der vierte Sachstandsbericht war das 2007. Und damals gab es auch die erste Klimabewegung, die sich Climate Justice nannte und für Klimagerechtigkeit eintreten wollte und tatsächlich es geschafft hat, eben in den Jahren 2007 bis 2009 richtig so einen Druck in den Kessel zu bringen. Wie wir wissen, ist dann die Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen kläglich gescheitert. Und da gab es dann so einen Punkt, wo alles wieder hinten runtergefallen ist, wo quasi dieser ganze Druck, wo man gedacht hat, meine Güte, der war jetzt einfach raus. Und ja, jedes Mal, wenn es nicht genug Druck gibt, dann gewinnen eben die Lobbyisten Oberhand. Und dann fällt das Thema wieder hinten runter. Man muss dazu sagen, weil Sie gefragt haben nach der Politik, in der Tat ist eben Klimapolitik keine Politik, die die CDU oder geschweige denn die FDP interessiert. Das ist insofern interessant, weil die CDU ja eigentlich eine Partei ist, wo man sagen kann, da ist in der Programmatik dieser Klimaschutz ja schon angelegt, also Bewahrung der Schöpfung und das Konservative, dass man möchte, dass es so bleibt, wie es ist, so schön
das Klima so schön bleibt, wie es ist. Die FDP war mal die Umweltpartei in Deutschland. Das wissen heute viele auch nicht mehr. Also der FDP ist es zu verdanken, dass es letztlich irgendwann ein Bundesumweltministerium gab. Die haben da mal so ein Marburg-Programm aufgelegt und haben damit damals eine Vorreiterrolle in den 70er Jahren gehabt. Leider sind diese beiden Parteien eben heute überhaupt nicht in der Lage, das Thema wenigstens zu durchdringen. Lassen Sie uns auf die aktuelle Politik oder auf Parteipolitik tatsächlich später kommen. Sehr gerne. Ohne dass ich Ihnen da widersprechen würde oder wollte. Lassen Sie uns zunächst mal beim Buch bleiben. Beim Buch, ich habe erwähnt, wie es aufgebaut ist. Also man kommt sehr gut durch, man stellt fest, es gibt mehrere Bereiche. Mensch, Wasser, Städte und so weiter und so weiter. Und man stellt aber auch fest, diese einzelnen Bereiche haben miteinander zu tun. Also wenn man über den einen Bereich redet, also zum Beispiel, was machen mögliche Hitzetage für den Menschen aus, dann ist man natürlich auch schnell bei den Städten. Wenn man bei den Städten ist, kommt man möglicherweise auf die Energieversorgung und so weiter. Also das Buch selber ist sehr gut strukturiert. Ich habe jetzt zunächst mal die Frage dazu, wie sind Sie eigentlich gerade auf diese Jahreszahl gekommen, weil es so schön in der Mitte war, 2050, oder gibt es da vielleicht noch einen anderen Hintergrund dazu? Ja, die Wissenschaft hat selber sich solche Horizonte gesteckt, also Mitte des Jahrhunderts. Viel Wissenschaft hat das so als ein Szenario, und für uns ist eben 2050 quasi so ein Link zur Mitte des Jahrhunderts. Ein anderes Szenario ist eben Ende des Jahrhunderts, also das sind so die Prognosen, die da abgegeben werden. Aber wichtig war uns auch dieser 30-Jahres-Zeitpunkt. Wenn Sie 30 Jahre zurückgucken, wir kommen beide aus der DDR, da war die Wiedervereinigung, Deutschland wurde Fußballweltmeister, mit einem Elfmeter an die Breme hat, glaube ich, das Tor geschossen. Also das hat man noch irgendwie in Erinnerung. Man hat das, es ist nicht so weit weg, 30 Jahre. Und wir haben uns gedacht, wenn wir diese 30 Jahre zurückrechnen und jetzt einmal nach vorne rechnen, dann kommen wir eben genau auf das. Und wir können sie noch erleben. Also wir sind dann in den 80er Jahren, wenn wir uns gut halten, können wir tatsächlich noch Mitte des Jahrhunderts erleben. Das ist eigentlich ein komischer Effekt. Also habe ich auch darüber nachgedacht, denn Sie haben es erwähnt, den Rückblick, das wird Ihnen wahrscheinlich auch so gehen. Wenn Sie zurückblicken, haben Sie Anhaltspunkte, haben konkrete Erinnerungen daran, deswegen kommt es Ihnen nicht so lang vor. Nach vorne sind 30 Jahre für mich jedenfalls unglaublich lang. Also 30 Jahre nach vorne denken fällt viel schwerer. Eine Überlegung dazu wäre, nach rückwärts hat man tatsächlich Anhaltspunkte und nach vorne braucht man halt einfach Fantasie. Ist ein bisschen anstrengender. Vielleicht braucht man auch Mut, vielleicht Mut, dass man sich irren könnte. Also der Prozess, nach vorne zu denken, scheint einfach ein bisschen aufwendiger zu sein, als nach hinten zu gucken. Aber die Idee 2050, sozusagen einmal Rückblick bis Wende und einmal voraus, das war eine... Muss ich Ihnen widersprechen? Ja, das okay. Ist relativ einfach für uns gewesen, bis Mitte des Jahrhunderts vorauszuschauen. Wir waren beim Deutschen Wetterdienst und haben uns mal angeguckt, wie Klimamodellierung funktioniert. Und das funktioniert im Prinzip wie die Wettervorhersage, nur in einer anderen Dimension. Also bei der Wettervorhersage, wenn man wissen will, wie das Wetter in Niedersachsen übermorgen wird, guckt man sich an, wie das Wetter heute im Elsass ist. Und dann gibt es ein mathematisches Modell. Da gibt es Quader, Kantenlänge 2,8 Kilometer und dann schickt man diese Luftmasse vom Elsass in den nächsten Quader und übergibt so lange, bis man hier in Niedersachsen rauskommt. Und jetzt guckt man, welche Einflüsse gibt es in den einzelnen Quadern. Sind da die Alpen, ist da Wasser, heizt sich da die Luft auf oder kühlt sie sich ab, und kann so sehr gut prognostizieren, wie das Wetter übermorgen wird. Also die Wettervorhersage ist mittlerweile so detailliert, dass 90% der vorhergesagten Temperaturen und Ereignisse tatsächlich eintreffen. Selbst die 7-Tages-Vorschau ist heute präziser als in den 80er Jahren die 2-Tages-Vorschau.
Also das ist ein sehr kluges Modell. Und bei der Klimavorhersage macht man das mit anderen Kantenlängen, sonst würde man mit Rechnen überhaupt nicht fertig werden, mit anderen Zeithorizonten eben bis Mitte des Jahrhunderts und mit ein paar Annahmen. Die erste Annahme ist das sogenannte RCP 8.5-Szenario vom Weltklimarat vorgegeben. Es läuft alles so weiter wie bisher. Also jedes Jahr wären es mehr Treibhausgase, mehr Treibhausgase, mehr Treibhausgase. Und dann gibt es ein Szenario, das heißt 2.6. Das bedeutet, jetzt wird radikaler Klimaschutz betrieben. Und radikal meint, ab sofort werden die Kohlekraftwerke abgeschaltet. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ab sofort werden die Verbrenner von der Straße geholt. Also ein Szenario, was eher unwahrscheinlich ist, aber was sozusagen der Weltklimarat als das Notwendige uns vorgibt. Und dann gibt es dazwischen noch zwei Szenarien, ein bisschen Klimaschutz und ganz okayen Klimaschutz. Und zum Schluss gibt es vier verschiedene Ergebnisse. Und was wir gesehen haben bei diesen Pfaden, dass ungefähr im Jahr 2040, 2045 die Schere auseinandergeht. Also wenn wir jetzt radikalen Klimaschutz machen würden, dann würde sich Mitte des Jahrhunderts unsere Wetter, unser Klima so auf dem Niveau einpendeln, was Grundlage dieses Buches ist. Wenn wir aber keinen Klimaschutz machen, dann wird es richtig, richtig radikal. Und wenn ich das vielleicht noch ganz kurz sagen darf, warum dieses Modell sehr gut geeignet ist, die Zukunft vorherzusagen. Man kann mit diesem Klimamodell mittlerweile auch die Vergangenheit berechnen. Man kann also dem Modell sagen, berechne uns doch mal bitte ein Wetterjahr Anfang der 2000er. Und wenn man die Berechnung dann neben die Messergebnisse, die man ja vom Jahr 2001 beispielsweise hat, wenn man das daneben legt, dann sieht man, oh, das ist ja, stimmt ja ziemlich überein. Und jetzt steht eben zu befürchten, dass wenn man die Zukunft, wenn man die Vergangenheit mit so einem Modell relativ gut abbilden kann, dann ist leider eben das, was unsere Grundlage für das Buch ist, das, was wahrscheinlich ist. Gut, dann bin ich ja froh, dass wir das nochmal geklärt haben. Darauf wollte ich hinaus. Das heißt, die Fantasie, die man entwickeln muss nach vorne, bezieht sich gar nicht darauf, was passiert denn, sondern die Fantasie bezieht sich eher darauf, wie viel oder was wird denn tatsächlich umgesetzt in puncto Klimaschutz. Ganz wenig, ausreichend oder gar nichts. Also da müsste man sozusagen drüber nachdenken. Aber wir reden nicht über, so wird es wohl sein, sondern die Wissenschaft ist sich da einig, kann es berechnen anhand der Modelle, die Sie erwähnt haben. Und wir reden da auf sehr handfester Grundlage mit den angesprochenen vier Szenarien. Also was wir nicht machen in dem Buch, ist uns anzugucken, wie Gesellschaft reagieren wird. Wir machen das an einem Beispiel fest. Es gibt eine britische Studie, die hat mal berechnet, was es kosten würde, die Nordsee einzudeichen. Also der Meeresspiegel steigt und der steigt sehr stark. Der kann bis zu 50 Meter steigen, wenn alle Süßwasserreserven, die gefroren sind, abschmelzen. Und jetzt ist es billiger offensichtlich, einen Deich von Frankreich nach England zu bauen und von Schottland nach Norwegen, als wenn jedes einzelne Anrainerland der Ostsee oder der Nordsee selber anfängt, Küstenschutz zu machen. Kostet ungefähr eine halbe Billion Euro derzeit, also nach jetzigen Baukosten. Ob jetzt die Gesellschaft irgendwann mal sagt, wir geben Hamburg auf, weil wir uns das nicht mehr leisten können, die Deiche zu bauen, oder wir müssen Bremen entsiedeln, oder wir müssen einen Hilfsfonds gründen, damit wir Emden liegt einen Meter über dem Meeresspiegel, damit wir Emden weiter ins Land reinsiedeln. Oder ob wir uns eben entschließen, diesen Deich zu bauen. 100 Meter hoch, die Nordsee eindeichen. Also das wissen wir natürlich nicht. Was wir wissen und was wir beschreiben, ist, dass es eben Kippelemente im Weltklima gibt, die dafür sorgen, dass wenn wir heute nichts tun, diese 50 Meter eben irgendwann mal Realität werden. Ein Beispiel. Das grönländische Meereis, das grönländische Eisschild, ist 3.300 Meter hoch in der Spitze. Und
jeder, der schon mal in den Bergen wandern war, der weiß, packt dir einen Pullover ein, weil oben ist es kühler als unten im Tal. Wenn dieser Eispanzer anfängt abzuschmelzen, dann schmilzt er von oben nach unten in immer wärmere Schichten. Das heißt, es ist ein Prozess, den können Sie nie wieder anhalten. Der beschleunigt sich. Es kommt immer schnell, es wird immer schneller gehen, dieses Abschmelzen. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht mal eine Eiszeit zwischendrin. Aber dass jetzt Hamburg unter einem 3 Kilometer dicken Eispanzer liegt, das will man ja unbedingt auch nicht. Also es ist klar, wenn dieser Prozess einmal anfängt, die Menschen können ihn nie wieder stoppen. Wir hatten in diesem August 23,5 Grad in Nordostgrönland. An einer Stelle, wo es sonst im Sommer gerade mal knapp über Null ist. Die Schmelzrate, die letzte Schmelzrate, die wir im Buch publiziert haben, stammt aus dem Jahr 2019. Die ist 600 Kubikkilometer groß. 600 Kubikkilometer, das ist eine Strecke von Hamburg nach München, so breit wie ein Fußballfeld, 10 Kilometer hoch. So hoch, wie die Flugzeuge fliegen. Das ist das, was derzeit auf Grönland abschmilzt. Und das Gefährliche an dieser Sache ist, dass es 2015 nur halb so viel war. Es könnte also sein, dass wir diesen Kipppunkt direkt im Moment überschreiten, dass dieses Eis anfängt abzutauen und alleine dieser Eispanzer wird dafür sorgen, dass der Meeresspiegel um 7 Meter weltweit steigen wird. 40% der Menschheit lebt in Städten an der Küste, die weniger als 1 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Das heißt also, von diesen verschiedenen Kipppunkten haben Sie, Sie beide in dem Buch mehrere angesprochen. Da gibt es eine ganze Fülle voll von Bedingungen, die einander sozusagen gegenseitig hochschaukeln, sodass dann praktisch eine galoppierende Entwicklung daraus entsteht. Was wir vielleicht auch noch klären müssten ist, jetzt kann man ja sagen, na gut, jetzt haben wir es vielleicht begriffen, wir machen jetzt Klimaschutz. Was mir noch sehr wichtig ist, und ich frage jetzt nochmal nach, ob ich es denn tatsächlich so richtig verstanden habe, nur zur Sicherheit. Das, was jetzt an Kohlendioxid draußen ist, lässt sich ja nicht wieder einfangen, sondern das wird ja eine ganze Zeit dauern. Das heißt also, auch bei optimalstem Null-Emissions, bei optimaler Null-Emission weltweit ab sofort würde bedeuten, die Temperaturen steigen aber trotzdem immer noch an, weil das ganze Kohlendioxid ist ja draußen. Ich will sagen, Kipppunkte lassen wir erstmal beiseite. Das, was jetzt schon da ist, wird dafür sorgen, dass es einfach effektiv auf jeden Fall wärmer wird. Und zwar vermutlich annäherungsweise bis an diese magische 2050 heran. Also erstens Widerspruch, man kann Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre holen. Es ist nur irre teuer und man braucht dafür Energie. Und wenn wir uns angucken, dass wir demnächst mit Strom heizen wollen, dass wir mit Strom Mobilität organisieren wollen, dass Strom, dass grüner Strom im Prinzip alles machen soll, dann wird klar, so viel grünen Strom können wir uns gar nicht besorgen, dass wir effektiv Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre ziehen können. Aber es geht prinzipiell natürlich, beispielsweise durch Aufforstungsprogramme etc. pp. Aber Tatsache ist, dass Treibhausgase eine sehr lange Lebensdauer haben. Kohlendioxid von mehr als 100 Jahren, CH4 im Methan zersetzt sich etwas schneller, ist dafür aber 24 Mal so klimawirksam. Und wenn Sie sich ein Gas wie Lachgas angucken, Niedersachsen ist Deutschlands Lachgasweltmeister, also die Landwirtschaft, die dafür sorgt, dass die Äcker überdüngt sind, das ist 26.000 Jahre klimawirksam. Und jetzt ist erstens klar, dass diese Treibhausgase, die heute in der Atmosphäre sind, da eben noch sehr lange verbleiben. Und zweitens, noch nicht alle Treibhausgase, die wir produziert haben, sind tatsächlich dort angekommen, wo sie sich eben klimawirksam verhalten. Insofern, es gibt eine Studie, die sagt, wenn wir jetzt mit strengstem Klimaschutz beginnen würden,
Wir würden erst einen Effekt 2033 sehen. Und das wird, sagt uns zumindest ein Zukunftsforscher, den wir zu diesem Thema befragt haben, großes Problem für unsere Demokratie werden. Weil wir haben ja gesehen, bei der Corona-Maskenpflicht oder beim Lockdown nach 8 Wochen haben die Leute gesagt, ach wisst ihr, nee, jetzt reicht's mal. Das bringt doch überhaupt nichts. Ja? Und hier soll man irgendwie 13 Jahre lang strengsten Klimaschutz machen, ohne irgendeinen Effekt. Also da wird relativ bald gesagt werden, ach ihr mit eurem Klimaschutz, kommt, das hat doch alles gar keinen Zweck. Ich fürchte, da ist ein bisschen was dran, aber den negativen Ausblick möglicherweise sparen wir uns vielleicht bis zum Ende auf. Jetzt sind wir erstmal optimistisch und bleiben nochmal beim Buch. Jetzt könnte man natürlich sagen, die beiden hier, der Reimer und der Staudt, können ja viel behaupten. Nun muss man sagen, und es geht jetzt nochmal um den Aufbau des Buches, ich habe den Eindruck, dass jedes Kapitel, dass da eigentlich immer eine Anzahl von Experten und Expertinnen sozusagen ein bisschen Pate steht. Da sind Sie hingefahren, Sie haben die besucht, zum Teil haben Sie dann auch sehr ausführlich beschrieben, wer da eigentlich wo genau an was forscht, wie da die Umstände sind, Deutscher Wetterdienst und so weiter. Es hat auch ein bisschen Reportageelemente. Jetzt mal eine Frage, wieso war das jetzt so die Herangehensweise? Also, dass Sie mit Experten sprechen müssen, ist klar. Wieso haben Sie das zum Teil auch so ein bisschen erzählerisch aufbereitet? Wir sind beide Wissenschaftsjournalisten. Das heißt, wir kriegen diese Studien immer auf den Tisch, wo eben drin steht, dass jetzt beispielsweise der Golfstrom 30% seiner Kraft verloren hat und dass das eben eins dieser Kippelemente ist, was eventuell umkippen kann. Und du kriegst das auf den Tisch und dann liest du das immer in dieser Wissenschaftssprache. Mit könnte und mit würde und dann sind Toleranzen angegeben. Und das erzeugt bei uns Lesern, bei uns Wahlvolk, bei uns Laien immer so den Eindruck, als gäbe es keinen wissenschaftlichen Konsens. Also der Weltklimarat hat in seinem ersten Sachstandsbericht 1990 gesagt, wir sind uns zu 90% sicher. Und dann haben alle gesagt, Gott sei Dank, die sind sicher zu 10%. Es kann ja noch sein, dass es gar nicht so ist. Aber wenn sich Wissenschaft zu 90% sicher ist, ist sie sich eigentlich sehr, 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 sehr sicher, weil sich Wissenschaft natürlich nie sicher ist. Also eine geklärte Frage wirft zwei neue Fragen auf. Und in der Tat gibt es eben viele Dinge, die noch nicht gut verstanden werden, die Rolle der Wolken, die Rolle vom Wasserdampf. Aber das Gesamtbild, das ist eben schon sehr lange sehr klar. Also das Erste war, wir wollten von dieser Wissenschaftssprache ein bisschen wegkommen und uns als Journalisten eben gern auch mal an der einen oder anderen Stelle das zugespitzte Wort erlauben. Das Zweite, was uns aufgefallen ist, wenn wir dann mit diesen Ergebnissen zu den Experten gegangen sind, zu den Förstern, zu den Architekten, zu den Landschaftsplanern, die haben das nicht auf dem Schirm. Also wir haben die Brandenburger Oberförsterin gefragt, sag mal, wenn es im Osten Brandenburg weniger als 400 Liter Regen im Jahr gibt, was heißt denn das? Und dann hat die gesagt, tja, dann haben wir keine Buche mehr. Und die Fichte gibt es dann auch nicht mehr. Und Kiefern? Das ist zu wenig Regen. Zumal dieser Regen auch nicht mehr so fallen wird wie heute. Also dieser Landregen, der sich über 2 Tage lang hinzieht, wo genug Gelegenheit ist, dass der Boden gut durchfeuchtet wird. Es wird in Zukunft immer häufiger so sein, dass eben innerhalb von kürzester Zeit 30 Liter runterfallen und viel von diesem Wasser oberflächlich abfließen wird und gar nicht mehr bis zu den Wurzeln kommt. Also deshalb vielleicht reportagisch, weil wir den Leser mitnehmen wollten, weil wir, man sagt, das psychologische Distanz, die wollten wir überwinden. Also Klimawandel hat ja immer was mit Eisbären zu tun, immer was mit Arktis, immer was mit Bangladesch oder irgendwelchen Inseln, die untergehen. Aber mit uns hat das doch nichts zu tun. Das geht doch uns nichts an. Und genau deshalb haben wir gesagt, pass auf, wir müssen den Klimawandel ins Wohnzimmer holen. Die Leute müssen begreifen, was auf sie zukommt, wenn wir nicht sofort das Steuer rumreißen. Also das Thema Wissenschaftskommunikation ist jetzt ja in aller Munde. Also wie
bringt man sozusagen die Erkenntnisse und Ergebnisse von Wissenschaft dahin, wo sie hin soll, nämlich an eine breite Bevölkerung. Sie haben es erwähnt, Wissenschaft hat eine eigene Sprache, eigentlich jedes Feld hat eine eigene Sprache, Juristinnen und Juristinnen haben eine eigene Sprache, die ist meistens sehr genau, das ist dem Feld auch angemessen, wenn man da möglichst keine Fehler machen soll. Medien haben eine eigene Sprache, Fußball hat eine eigene Sprache, da gibt es ja sogar diesen berühmten, den berühmten Fußballer-Konjunktiv, macht da in der 70. den Ball rein, dann gewinnen wir das Spiel. Das heißt, da ist immer alles schon klar, da ist schon gar nicht mehr mit Würde. Also ungefähr in die Richtung würden Sie gehen. Also nicht den Fußballer-Indikativ, sondern Sie haben bewusst eine andere Form gewählt, um möglichst breit mit dem Buch anzukommen. Wir wollen betroffen machen. Hermann Scher hat mal gesagt, die Leute engagieren sich nur, wenn sie betroffen sind. Und es gibt mittlerweile auch Wissenschaftler, die das ganz gut können. Vielleicht ein kleines Beispiel. In den letzten 25 Jahren haben uns die Weltmeere 90% der Energie abgenommen, die wir Menschen durch die Erderwärmung auf dem Planeten gehalten haben. Und dieser Wissenschaftler, das sind also 228 Zettajoule Energie. Und da gibt es also jetzt so einen amerikanischen Atmosphärenforscher, der hat das mal in Atombomben umgerechnet. Also in die Energie von Atombomben, und zwar Hiroshima-Größe. Und da kommt dann raus, das ist so viel, diese 228 Zettajoule Energie, das ist so viel wie 3,5 Milliarden Hiroshima-Bomben. Die haben wir also in den letzten 25 Jahren in die Meere gepulvert. Das sind jetzt 4 Atombomben, jetzt 4 Atombomben, jetzt 4 Atombomben. Und ich glaube, das sind so Bilder, wo klar wird, wie verrückt wir Menschen sind. Also in dem Fall haben Sie gesagt, Bombe, Bombe, Bombe. Und ein Wissenschaftler hätte gesagt, 10 mal x 12 hoch 1, hoch 9, also 21, genau. Oder eine Trilliarde oder sowas. Das ist dann zu abstrakt. Wir kommen auf das Thema, welche Gefahren möglicherweise damit bestehen, wenn die Sprache versucht, etwas zu transportieren, kommen wir vielleicht noch zurück. Ich würde noch mal an den verschiedenen Beispielen bleiben. Also Sie haben jetzt schon mal ein bisschen was angerissen, zum Beispiel Bäume. Die Buche wird verschwinden, wenn zu wenig Wasser fällt, beziehungsweise wenn Wasser fällt, wird es einfach in einer Sturzflut herunterkommen, aber insgesamt wird es zu wenig sein. Stopp! Die Buche wird in Brandenburg verschwinden, in der Mark Brandenburg, also die von Tane besungen wird. Aber die Buche wird natürlich in Deutschland trotzdem noch Buche sein. Also nicht überall werden sich die Verhältnisse so stark verändern. Ja. Das ist eben regional verschieden. Also der Osten Brandenburgs ist kontinental geprägt. Und diese kontinentale Prägung wird dazu führen, dass es eben noch trockener wird, als es heute schon ist. Jetzt könnten natürlich die Experten, die sagen, wir bauen einfach einen riesigen Staudamm um Europa herum, haben Sie ja vorhin gesagt, was man da alles machen kann. Die würden jetzt sagen, naja gut, dann ist die Buche halt weg, dann bauen wir was anderes an, was dann den Temperaturen standhält. Was sagt man denn dazu? Ja, wir waren in Berlin unterwegs. Bäume kühlen und Städte werden immer heißer. Also Mitte des Jahrhunderts wird es in Deutschland 2 Grad wärmer sein. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird Hannover ein Klima wie Toulouse bekommen. Wird sich erstmal jeder freuen und sagen, super. Fahren Sie mal hin, fahren Sie im Sommer mal nach Toulouse. Das ist nicht super. Ja, für mich schon, aber es gibt ja noch... ja, tut mir leid. Aber nun gibt es natürlich gute Gründe, warum es hier bei 35 Grad anders ist als in Toulouse. Sogar mit dem gleichen Klima, sogar wenn es trocken ist, sogar wenn man auf Hitze steht, so wie ich. Gibt es trotzdem, haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, gute Gründe dafür, dass die Städte dem Klima in Toulouse besser gewachsen sind als unsere Städte? Sie sehen anders aus. Richtig. Kleine Fenster, Fensterläden, Siesta, weiß angestrichen, schmale Gassen, mit viel Verschattetes. Wir waren ja bei den Bäumen. In Berlin ist es also so, dass in diesen Hitzesommern jetzt sehr, sehr, sehr viele Stadtbäume kaputt gegangen sind. Und die Senatsverwaltung weiß einfach nicht, welche Bäume sie nachpflanzen soll. Jetzt kann man sagen, wir probieren es mal mit einer Zypresse aus dem Mittelmeerraum. Und ja, die Winter werden insgesamt wärmer.
Aber wir werden trotzdem extreme Kälte bekommen. Das hat man jetzt schon im Jahr 2018. Da haben Wissenschaftler mal nachgerechnet, wie kam es denn im Februar, Ende Februar, Anfang März zu diesem extremen Wintereinbruch mit fast 2 Meter Schnee in Kroatien, mit, also auch in Deutschland fast 1 Meter Schnee. Und da hat man festgestellt, das sind eben Effekte, die ein durcheinander geratener Nordpol nach Mitteleuropa transportieren. Diese extreme Kälte in Nordamerika 2019, wo der Eriesee gefroren war, wo New York lahm lag, weil eine dicke Schneedecke lag, das war ein Effekt des zusammengebrochenen Jetstreams. Das ist eines von diesen Kippelementen. Wenn die umkippen, gerät vieles aus dem Takt. Der Jetstream, das ist ein Höhenwind, der ungefähr 12, 14, 15 Kilometer über unsere Köpfe hinwegpfeift. Und zwar in so einer Wellenbewegung, mit so einer Sinuswellenbewegung. Und dieser Jetstream, der schiebt quasi Hochdruck- und Tiefdruckgebiete immer vor sich her. Angetrieben wird dieser Jetstream durch die Temperaturdifferenz, also jeder Wind wird durch eine Temperaturdifferenz angetrieben, in dem Falle zwischen dem Nordpol und den Tropen. Nun ist es aber am Nordpol schon um 4 Grad wärmer geworden. Und wir hatten, wie gesagt, jetzt Temperaturen da, über 20 Grad über einen längeren Zeitraum auf Grönland. Und das bedeutet eben, dass diese Temperaturdifferenz schwächer geworden ist. Und das sorgt wieder dafür, dass dieser Jetstream an Kraft verliert. Und eine Meteorologin hat jetzt in diesem Sommer mir als Journalisten erklärt, dass eben dieses Tief Bernd, das für diese Unwetter hier in Westdeutschland gesorgt hat, das war eben eine Folge dieses Jetstreams. Der hatte einfach an dem Tag keine Kraft und hat eben dieses Tief nicht vor sich hergeschoben. Und dann stand das da sehr lange an der Stelle. Und es ist offenbar so, dass dieses Wellenband sehr stark unser Wetter bestimmt. Da fehlen noch das letzte Verständnis, aber man sagt 2018, dieser Trockensommer, das war eine sogenannte 5B-Wetterlage, da ist dieser Jetstream einfach nicht mehr, der ist nicht mehr nach Deutschland gekommen und hat hier nichts mehr vorbeigeschoben. 2019, diese Hitze, die wir hatten mit bis zu 40 Grad, ein Ergebnis des Jetstreams. Und dann sieht man eben, wie nah der Nordpol tatsächlich an unserem Leben dran ist. Und das würde jetzt übersetzt auf die Bäume, um die es jetzt gerade geht, heißen. Also wir wissen, bestimmte Bäume halten das nicht aus. Wir wissen aber nicht genau, welche Art wir pflanzen müssen. Beziehungsweise selbst wenn wir berechtigte Vermutung hätten, ja, die ist vielleicht die richtige, haben wir da eigentlich auch nur sozusagen einen Schuss frei. Das muss dann auch stimmen, weil ein Baum braucht immer 80 Jahre, bis er fertig ist. Mindestens. Beziehungsweise wenn wir sozusagen so weitermachen wie bisher, heißt das, dass wir Mitte des Jahrhunderts den Baum, den wir vielleicht gefunden haben, der geeignet ist, schon wieder verlieren. Weil der Klimawandel macht ja nicht Halt. Die jetzige Prognose ist so, dass wir Ende des Jahrhunderts 6 Grad mehr haben weltweit im globalen Durchschnitt. Und weltweit im globalen Durchschnitt bedeutet, dass es in manchen Regionen eben viel stärker zunimmt mit der Temperatur. Und da gehört Deutschland interessanterweise dazu. Also wir haben jetzt schon 1,6 Grad über der vorindustriellen Periode Temperatureinstieg. Und wenn wir so weitermachen, dann wird eben 2 Grad Mitte des Jahrhunderts unausweichlich. Vielleicht noch ein zweites konkretes Beispiel aus dem Buch und dann verlassen wir das möglicherweise. Also vom sehr Großen sind Sie auch ins sehr Kleinteile gegangen. Stichwort asiatische Tigermücke, wie sie heißt, will sagen, auch da stand ein Experte, sozusagen Pate für das Kapitel. Da ging es darum, welche Auswirkungen hat denn eigentlich Hitze, auch in kleinen Teilen. Also was für mit welchen Art von Artensterben müssen wir rechnen und umgekehrt, welche Gattungen setzen sich möglicherweise durch. Und Jonas Schmidt-Schanasit vom Tropeninstitut in Hamburg hat dann gesagt, ja, also wir werden damit rechnen müssen.
diese Tigermücke, die jetzt, ja, glaube ich, mittlerweile schon so weit auf dem Vormarsch ist, dass man die jetzt vereinzelt auch schon hier findet, bin ich ganz sicher, aber in Süddeutschland auf jeden Fall, ist da. Jetzt klingt das natürlich erstmal schon mal sehr spektakulär. Nicht nur Mücke, sondern auch noch gleich Tiger und auch noch asiatisch. Warum ist das ein Problem? Weil diese Mücke, anders als andere Mücken, offensichtlich Krankheiten besser übertragen kann, über Stich zu Stich. Ja, beziehungsweise sie überträgt tropische Krankheiten, die wir nicht kennen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Also die Tigermücke zum Beispiel überträgt Denguefieber und die ist ursprünglich durch die Globalisierung nach Europa gekommen. Also in Altreifen zum Beispiel sind Eierlarven der Tigermücke bis Italien gekommen. Und dort hat man dann festgestellt, da gab es eben Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre eine erste Population, die quasi überlebt hat. Und diese Mücke ist immer weiter nach Norden gezogen. Man hat sie dann 2010 ungefähr im Rheingraben das erste Mal gefunden. Mittlerweile gibt es eben eine Population in Jena. Und so gibt es einige Beispiele, also die Zecken zum Beispiel, die waren früher in, ja, im südlichsten Teil Süddeutschlands gab es Zecken. Und dann wusste man dort, du, wenn du im Sommer in den Wald gehst, du musst dich hinterher angucken. Mittlerweile ist die Zecke im Emsland zu Hause. Und es gibt also vom Robert-Koch-Institut für die Hälfte der deutschen Landkreise eine Zeckenwarnung. Diese Zecken, die können Hirnhautschäden hervorrufen. Damit ist nicht zu spaßen. Und wir haben das mal in einem Interview gesagt, es kommt durch das, was wir mit dem Klimawandel erleben, zu einer radikalen Entwertung unseres Wissens. Also früher hieß es immer, geh in den Wald, das ist gesund. Heute muss es heißen, geh nicht mehr in den Wald, weil das ist nicht gesund. Es ist einfach gefährlich. Und wenn du hinterher dein Kind nicht auf Zecken absuchst, weil du das nicht auf dem Schirm hast, dann kannst du wirklich eine schwere Krankheit riskieren. Ganz kurz noch, diese Tigermücke überlebt mittlerweile eben auch bei uns. Es ist wohl offensichtlich noch nicht so weit, dass sie tatsächlich Krankheiten übertragen kann. Aber in Italien kann sie es bereits. In Italien gibt es bereits Denguefälle. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis eben die Temperatur bei uns auch so weit angestiegen ist, bis wir mit solchen neuen Gefahrenkrankheiten rechnen müssen. Jetzt könnte man natürlich sagen, man muss nochmal sich in Erinnerung rufen, das Buch ist erschienen im Mai. Ne? Ja, stimmt. Im Mai dieses Jahres. Ich könnte mir vorstellen, es wird von der einen oder anderen Seite als Reaktion darauf, also das Buch ist sehr erfolgreich, es ist sehr gut gesprochen worden, es ist sehr gut verkauft, offensichtlich gut angekommen und so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben, Sie beide. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es natürlich von der einen oder anderen Seite solche Einwände gab wie, ja, jetzt sagt der Reimer, ja, das könnte sein, dass Sie im Wald sich mit anstecken. Es könnte sein, dass es 50 Meter Meeresspiegelhöhe gibt. Das sind da irgendwie alles Horrorkategorien. Angeblich soll es riesige Überschwemmungen geben. Nun hat es eine riesige Überschwemmung gegeben, die tatsächlich so bangladeschianische Ausmaße hatte, direkt hier in Deutschland, mit über 100 Toten. Das gab es so noch nicht. Ja, mit fast 200 Toten. 180 war, glaube ich, der letzte Stand. Und es gibt noch Vermisste. Also, ja. Gab es solche, solche Einwände gegen das Buch? So, alles Horror und so schlimm ist es alles gar nicht. So schlimm muss erst mal kommen. Und sind die dann nach dieser Flutkatastrophe, sind die dann möglicherweise, haben sich die Leute entschuldigt? Oder wie darf man sich das vorstellen? Also bislang gab es das nicht. Ich glaube, wer sich das Buch hernimmt, der sieht, dass wir sehr plausibel gearbeitet haben, dass wir über 200 Studien als Quellen angeben. Es gab auch niemanden, der uns mal darauf hingewiesen hat, dass die Stelle X oder die Stelle Y falsch dargestellt sei. Wir haben natürlich versucht, mit den Wissenschaftlern auch so uns abzustimmen, dass die von uns gewählte Darstellung vertretbar ist. Es geht letztlich um Physik
Wenn Sie wärmere Luft haben, dann kann diese wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen, mehr Wasser speichern. Also eine 2 Grad wärmere Luft speichert 14% mehr Wasser. Das ist die Gleichung von Claudius Clapeyron. Und mit Physik können Sie nicht verhandeln. Physik ist nicht verhandelbar. Und da wir uns wirklich auf die Fakten stützen und eben nicht fragen, wie werden wir mobil sein Mitte des Jahrhunderts, was werden wir essen oder wie werden wir uns kleiden, sondern tatsächlich uns mit Wissenschaft, mit Evidenz befassen, glaube ich bislang auch, dass man uns eben tatsächlich glaubt. Und vielleicht ist das ja ein Grund für den Erfolg dieses Buches. Wenn wir, also ich will nicht alle diese Experten aufzählen, die in dem Buch jetzt vorkommen. Also den einen habe ich erwähnt, Schmidt-Chanasit, sind noch jede Menge andere dabei, lesen Sie es einfach nach. Aber allein die Institute oder die Institutionen, die da vorkommen, Hamburg-Institut für Tropenmedizin, Deutscher Wetterdienst, Bundesinstitut für Stadt- und Raumforschung, Alfred-Wegener-Institut, also das sind renommierte Leute, also Creme de la Creme der Wissenschaft, aber nicht nur, sind auch Leute von Unternehmen dabei, die sich beruflich, professionell mit der Sache auseinandersetzen müssen. Sie haben jemanden von BASF gesprochen, der weiß, wir werden ein Energieproblem bekommen, kurioserweise auch nicht nur deswegen, weil unsere Art der Energiegewinnung dafür sorgt, dass CO2 ausgestoßen wird und es wärmer wird, sondern es ist auch genau andersrum. Dadurch, dass es wärmer wird, sinken zum Beispiel die Flusspegel. Das heißt, die Energiegewinnung kann durch die Klimakrise so nicht mehr funktionieren, weil einfach schlicht da das Material nicht mehr dahin kommt, wo es zur Energiegewinnung gebraucht wird. Also in der Industrie, aus der Industrie hatten Sie Experten, bei der Deutschen Bahn hatten Sie sich damit beschäftigt, wird immer gerne geschimpft über die Deutsche Bahn, dass das alles nicht funktioniert. Aber auch da gibt es natürlich Leute, die wissen, dass die Klimaanlagen, dass es nicht ausreicht, wenn Klimaanlagen bis 30 Grad funktionieren, wenn in absehbarer Zeit es einfach Extremwetterereignisse gibt, wo es dann auch mal 40 Grad ist, dann muss halt so eine Klimaanlage immer noch funktionieren. Sie haben auch, ja, nehmen wir es mal, die CDU würde sagen Mittelstand, Sie haben auch ganz, ganz normale kleine Unternehmer und Unternehmerinnen befragt, eine Milchbauernfamilie aus Schleswig-Holstein, ein Dachdecker, der sagt, aus Köln, der sagt, das kriegen wir jetzt tatsächlich gar nicht mehr hin, oben auf dem Dach mit der Teerpappe zu stehen, weil da haben wir nicht nur 40 Grad, sondern, weiß ich nicht, 80, das geht alles, das funktioniert alles nicht mehr so. Und wenn sich das verstärkt, kriegen wir ein Problem. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, wir haben also die sogenannte Klimakrise oder der Klimawandel, das ist ja längst da, also das erreicht uns jetzt, siehe Ahrtal. Wenn wir das jetzt wissen, wenn wir auch wissen, es gibt so ein Buch. Sie haben 2007 schon ein Buch geschrieben, was müsste man da eigentlich alles machen? Das alles zusammengenommen und wenn wir wissen, die Kommunikation bleibt schwierig. Es gibt zwar Leute, die können das mittlerweile ganz gut, aber die Ergebnisse sind immer noch nicht so vollumfänglich angekommen, wie es vielleicht nötig wäre. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, müsste man doch eigentlich sagen, schaffen wir das denn jetzt eigentlich alles oder ist es jetzt einfach vergeigt? Also haben wir jetzt einfach die letzten 20 Jahre viel zu wenig getan? Also erstens, wir haben die letzten 20 Jahre viel zu wenig getan. Wir haben dieses Buch Wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen, 2007 mit einer sehr großen Euphorie vorgelegt. Und glaubten damals, damit einen Bestseller zu landen, weil in diesem Buch haben wir mal zusammengefasst, was gibt es für tolle Alternativen zu unserem klimaschädlichen Leben. Es ist alles bekannt. Wir haben also kein Wissensproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Warum das wichtig ist, dass wir Deutsche ein Vorbild sind, na, irgendwer auf der Welt muss ja mal anfangen, klimafreundliche Alternativen auszuprobieren. Dann sagt man jetzt, ja, die Chinesen, ja, sind doch viel schlimmer.
Also die Chinesen werden garantiert nicht anfangen, eine Lernkurve hinzulegen, eine technologische, sondern die springen auf den Zug auf. Das sieht man bei der Solar- und Windkraft sehr gut, wenn diese Lernkurve von anderen geleistet ist. Und das ist auch nur logisch, denn die Chinesen haben ja zu diesem Problem nichts beigetragen. Also ja, in den letzten 10, 15 Jahren, aber davor waren sie ja die Deutschen, die seit 1870 dieses Problem kreiert haben und dieses Problem in die Welt exportiert haben. Also die westlichen Industriestaaten mit der Dampfmaschine und später mit dem Öl, die sind ja für das Problem verantwortlich. Und ich bin mal von einem außenpolitischen Berater Anfang der 90er Jahre, der hat mir mal gesagt, warum das Kabinett Kohl so scharf darauf war, jetzt Klimaschutz zu machen. Erstens, man wollte als geeintes Deutschland der Welt ein positives Signal geben und sagen, nachdem wir jetzt, also kriegsbedingt waren wir geteilt, jetzt sind wir geeint, jetzt zeigen wir der Welt, dass wir auch was Positives beitragen können. Das war sozusagen die Erzählung, die man damals hatte. Und dann wollten wir als Exportweltmeister damit noch Geld verdienen. Natürlich. Und ich bin auch auf den Klimakonferenzen immer, und das ist dort ein ganz großer Streitpunkt, dass eben Staaten wie Südafrika oder Chile sagen, gebt uns die Patente frei. Warum sollen wir eure Windräder kaufen? Warum sollen wir eure Solarzellen kaufen? Machen wir. Wir bauen Wind und Solar auf, aber nur, wenn wir selber die Anlagen herstellen können. Und warum soll denn bitte schön Chile darauf verzichten, ein neues Kohlekraftwerk ans Netz zu nehmen, wenn wir hier in Deutschland im letzten Jahr ein neues Kohlekraftwerk ans Netz nehmen? Es ist doch absurd. Sie haben gefragt, schaffen wir es? Da müssen wir uns mal überlegen, ja, was wollen wir denn schaffen? Wir schaffen es nicht mehr, dass unser schönes Leben so schön bleibt, wie es derzeit ist. Das schaffen wir leider nicht mehr. Aber was wir noch schaffen können, ist, dass es nicht dramatisch schlimm wird. Wir sind wieder bei diesen Kippelementen. Eines dieser Kippelemente ist der permanent gefrorene Boden, der Permafrost. Also weite Teile Sibiriens, Alaska, Nordkanada, da ist der Boden dauergefroren. Und in diesem Boden ist doppelt so viel Kohlendioxid, doppelt so viel Treibhausgas, wie heute in der Atmosphäre ist. Wenn dieser Boden auftaut, wird dieses Treibhausgas frei, ohne dass wir irgendeine Chance haben, den Prozess dann noch aufzuhalten. Das gast aus, steigt in die Atmosphäre auf, und das Problem ist, dass dadurch es wärmer wird und sich diese Grenze des permanent gefrorenen Bodens immer weiter nach Norden verschiebt. Es gibt in Potsdam ein Institut, die das untersuchen, die das erforschen. Die sagen, der Permafrost ist schon 100 Kilometer Richtung Norden gezogen. Und er gibt übrigens nicht bloß Treibhausgase frei, der gibt auch Mammutreste frei, aber auch Bakterien, Viren, Anthrax beispielsweise. 2016 gab es einen Anthrax-Ausbruch in Russland. Hat man hierzulande überhaupt nicht wahrgenommen. Anthrax ist Milzbrand, also eine tödliche Krankheit. Und dass es damals zu einer weltweiten Pandemie nicht gekommen ist, das war nur deshalb der Tatsache zu verdanken, dass die Russen sofort alle Rentiere getötet haben und sofort eine Quarantäne über die gesamte Lenzenregion verhängt haben. Und damit hat man das in den Griff bekommen. Also da schlummert nicht bloß das Klimaproblem, sondern da schlummert auch der nächste Covid sowieso Ausbruch. Also es wäre ziemlich ratsam, dafür zu sorgen, dass dieser Boden nicht auftaut. Und jetzt sagt dieses Institut in Potsdam, alleine das, was wir durch diesen Effekt, den wir heute ausgelöst haben, an zusätzlicher Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts sehen, durch den Permafrost, das liegt bei 0,3 Grad. Wir sind weltweit jetzt bei 1,2 Grad, reden über ein 1,5 Grad Ziel und dann sagt dieses Forschungsinstitut, aber 0,3 Grad kommen sowieso noch oben drauf. Das heißt, wenn man diesen Forschern glaubt,
dann ist dieses 1,5-Grad-Ziel überhaupt nicht mehr zu schaffen. Was wir aber noch schaffen können, ist natürlich, diese Kippelemente so zu stabilisieren, dass sie nicht so umkippen, dass wir als Menschheit dann überhaupt keine Kontrolle mehr über das haben, was mit dem Weltklima passiert. Es gibt 16 solcher Kippelemente. Also ein Beispiel, ich will Sie beunruhigen, das gebe ich zu. Ein Beispiel ist der brasilianische Regenwald. Der brasilianische Regenwald, der speichert sehr viel CO2. Und das ist so ein sich selbst erhaltendes System, was von der Sonne angetrieben wird. Die Sonne schickt Energie in den Regenwald, der Regenwald verdampft, dadurch entstehen Wolken, die Wolken ziehen Richtung Anden, regnen sich ab, dadurch wird der Regenwald bewässert. Also ein System wie eine Umweltpumpe. Wenn aber nicht mehr genug Wasser nachkommt, weil die Bäume nicht mehr genug verdunsten, dann fängt der Wald an abzusterben und dann wird das CO2, was dort gespeichert wird, frei. Und jetzt gab es in diesem Sommer eine Studie, die ist zu dem Schluss gekommen, wir sind direkt an der Kante dieses Kippelements. Wir können euch nicht mehr garantieren, dass dieses Kippelement nicht schon angestoßen ist. 50 Meter Meeresspiegelanstieg. Wie kann denn das sein? Ja, zum Beispiel, wenn der westantarktische Eisschild abschmilzt. Dort ist es ein bisschen anders. Da geht es nicht um oben und unten, sondern da kommt quasi die Hitze, die den Gletscher angreift, aus dem Meer. Um diesen Eispanzer ist ein Gürtel, das Schelfeis. Und dieses Schelfeis hält dieses Gletscher, die Gletscher zusammen. Wenn das aber wegtaut, dann fließen die Gletscher ins Meer und sorgen dafür, dass der Meeresspiegel ansteigt. Wenn dieser Gürtel einmal weg ist, Sie können den nie wieder reparieren. Und das ist das Dramatische, dass wir heute entscheiden, wie die Welt in 10.000 Jahren aussehen wird. Wenn ich meine Großmutter gefragt habe, sagt mal, habt ihr das mit den Juden wirklich nicht gewusst? So werden unsere Enkel uns mal fragen, sag mal, habt ihr das mit dem Klima wirklich nicht gewusst? Und ich glaube, der Unterschied zwischen uns und meiner Großmutter ist, wir müssen sagen, doch, wir wussten es und haben trotzdem nichts gemacht. Wir haben einfach immer so weitergemacht. Die SUV-Zahlen, die SUV-Zulassungszahlen, die sind auf einem neuen Höchststand in Deutschland. Es geht einfach immer so weiter, wie es immer weitergeht. Das wäre jetzt ein erzählerisches Moment, was vielleicht sich von Wissenschaftssprache unterscheidet und was in dem Buch vorkommt. Garantiert. Also man soll sich aufregen und man soll den Menschen Angst machen, ja, das würde ich auch sagen. Und ich bestehe jetzt einfach mal auf den Punkt, wir wissen das alle und es hat sich in den letzten Jahren einfach, naja, also wäre ich CDU-Politiker, würde ich sagen, ja doch, wir haben da was hingekriegt, Einsparungen haben wir gehabt. Wir haben die Ziele nicht erreicht und wir haben sie diesmal erreicht, also die IPCC-Ziele nur deswegen erreicht, weil Corona dazwischen kam. Ansonsten hätten wir noch mal wieder mehr an Kohlendioxid ausgestoßen, als eigentlich vereinbart war. Das heißt, es klappt einfach nicht. Die Methode, die jetzt zur Verfügung steht, ist dann immer zu sagen, naja, wir haben es jetzt in dem Jahr nicht geschafft, aber jetzt schärfen wir einfach mal nach und machen dann in den nächsten 5 Jahren einfach noch viel, viel mehr, damit wir diese Ziele wieder erreichen. Und in den nächsten 5 Jahren ist dann wohlmöglich wieder nichts passiert. Dann sagt man, ja, dann haben wir es jetzt zwar da nicht geschafft, aber in den nächsten 5 Jahren machen wir es einfach noch viel krasser. Das hat natürlich irgendwann keine rechte Glaubwürdigkeit mehr, wenn bislang die Kurve nach oben geht und man immer sagt, ja, jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, aber im nächsten Jahr wird es... Dann machen wir es aber wirklich. Erinnert so ein bisschen an Alkoholiker. Also jetzt höre ich aber wirklich auf. Bitte. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, nein, Sie müssen gar nichts sagen. Es gibt eine Frühprognose für dieses Jahr. Und da werden die deutschen Treibhausgasemissionen werden nicht nur das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen, sondern sie werden über dem Vor-Corona-Moment von liegen.
dass wir sozusagen dieses 40-Prozent-Ziel geschafft haben, also deutsches Klimaziel bis zum Jahr 2020 wollen wir 40% reduzieren. Das hatte damit was zu tun, dass plötzlich im Jahr 2020 unser Verkehr so erlahmt war. Jetzt könnte man sich vorstellen, super, wir brauchen doch bloß im Verkehr Klimaschutz zu machen. Ja? Also es gibt auf der Welt 9 Staaten, die kein Tempolimit haben. Das ist Afghanistan, das ist der Irak, das ist Somalia, das ist der Südsudan und so weiter und Deutschland. Und jetzt sagen die Befürworter die Gegner des Tempolimits sagen, ja, aber das bringt doch bloß 3 Millionen Tonnen im Jahr. Ja genau, das bringt 3 Millionen Tonnen im Jahr. So viel, wie ein kleiner afrikanischer Staat insgesamt ausstößt. Das ist sozusagen das, was unser Bleifuß hervorruft. Und es ist doch völlig klar, dass wir ein Tempolimit brauchen. Es ist doch völlig klar, dass Fliegen teurer werden muss. Wissen Sie, warum Fliegen so billig ist? Es geht zurück auf ein Chicagoer Abkommen von 1944. Damals glaubte man, okay, der Weltkrieg geht zu Ende, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Menschen zusammenkommen und diese kaputte, zerstrittene Welt irgendwie wieder zusammenfindet. Wir müssen Kulturaustausch machen, wir müssen Fliegen künstlich billig machen. Und das ist bis heute so. Es gibt im internationalen Flugverkehr keine Steuern, keine Abgaben. Es werden die Flughäfen bis heute von uns Steuerzahlern subventioniert. Aber hey, wir haben doch jetzt den dritten Weltkrieg längst. Da müssen wir doch was tun. Wir müssen doch diesen Irrsinn für 29,90 nach Barcelona, das müssen wir doch stoppen. Ich meine, wenn du mit dem Taxi zum Flughafen fährst, da zahlst du ja mehr als fürs Flugticket. Das muss dir doch auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist, glaube ich, Sie haben mich gefragt, warum ist das so? Nun, weil wir uns so wunderbar eingerichtet haben in diesem Leben. Weil es so unglaublich gut ist. Und wenn Sie sich das Wahlergebnis angucken, tja, kann man ja wirklich nur sagen, nein, das war keine Klimawahl. Nein, es wird nicht mehr Klimaschutz geben. Nein, die nächste Regierung wird es auch nicht richten. Wir haben an der Stelle als Kollektiv schon wieder nicht unsere Hausaufgaben gemacht und schon wieder den falschen Leuten den Auftrag gegeben, unser wichtigstes Problem zu lösen. Und weil das so ist, also die Eingangsfrage war ja, kriegen wir das überhaupt noch hin? Oder es sieht ja irgendwie ziemlich böse aus. Eine Möglichkeit, wie man es vielleicht eben doch noch hinkriegen könnte, ist also zum Beispiel so ein Buch zu machen oder Veranstaltungen zu machen oder Fridays for Future macht Druck. Das wissen wir auch alles, das hat auch alles auf die eine oder andere Art gut geklappt. Ich habe jetzt noch einen Punkt, der möglicherweise ein bisschen was mit verschiedenen Sozialisationen zu tun hat. Also, Sie kommen aus dem Osten, ich komme aus dem Westen. Ich bin mit Apokalypsen aufgewachsen. Also in den 80er Jahren, also groß geworden oder sagen wir mal politisch so Verständnis entwickelt, Ende der 70er, Anfang der 80er, da war eigentlich so eine sehr große Weltuntergangsstimmung durchaus berechtigt vorhanden. Die kulturelle Antwort darauf war, oder die popkulturelle Antwort war, und zwar so knapp, wie man das sich überhaupt nur vorstellen kann, die hieß No Future. Das hieß, wird eh alles nix, geht eh alles unter, kann ich auch irgendwie in einer Einkaufspassage sitzen und mir ein paar halbe reinhauen. Das ist natürlich, kann man sagen, das ist natürlich zynisch, kann auch sagen, dieser Zynismus ist vielleicht ein Schutz davor, sich dem stellen zu müssen, dass es irgendwie hoffnungslos ist. Diese Art von Zynismus hat sich, sagen wir mal, in Westdeutschland durchaus verstetigt, könnte man sagen. Also nicht allenthalben und auch nicht bei allen, aber so die Herangehensweise, die ich jetzt auch in Bezug auf Klima höre, ist, wir haben es ja alle nicht leicht gehabt, jede Generation hat ihr Problem, wir hatten auch unsere Schwierigkeiten und die jungen Menschen müssen sich jetzt halt selber überlegen, wie sie aus dem Kram wieder rauskommen, weil uns wird das nicht interessieren. 2050, also hoffe ich, lebe ich noch, 2100 lebe ich nicht mehr und wenn ich jetzt der Zyniker wäre, der ich möglicherweise hätte werden müssen in den 80er Jahren in Westdeutschland, würde ich sagen, so, ist nicht mein Problem. Müssen halt die überlegen, die nachfolgenden Generationen sind. Das wäre dann so die
Lindner-Variante. So, ja, Innovation, bisschen Entfesselung des Marktes, dann wird einem schon was einfallen. Ist Ihnen diese Art von, sagen wir mal, westdeutsch geprägter, zynischer Weltsicht, ist Ihnen das überhaupt nachvollziehbar? Oder kennen Sie solche Leute? Oder kennen Sie solche Antworten darauf, zu sagen, alles nicht mein Problem? Also erstens, ich habe das nicht, weil ich als Teil des neuen Forums gelebt habe, dass man es schaffen kann, wenn man sich als Kollektiv klar wird, was unsere Interessen sind, wenn man sich überlegt, wie man diese Interessen formuliert und wie man sie quasi auf die politische Agenda setzt. Warum das jetzt beim Klima nicht funktioniert, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren mit diesem Thema befasst. Ich habe das erste Mal über eine Klimakonferenz 1995 geschrieben, als Helmut Kohl in Berlin damals gesagt hat, liebe Welt, wir zeigen euch, wir schaffen das, woraufhin die Welt gesagt hat, na gut, dann geben wir eben das Klimasekretariat nicht nach Genf, sondern nach Bonn. Wenn die Deutschen uns das vormachen, sollen sie auch die Institution Klimasekretariat geben. Das hat damals zu einer kleinen diplomatischen Verwicklung geführt, weil natürlich die UN-Stadt in Europa Genf ist. Jetzt gibt es eine zweite UN-Stadt, Bonn. Also da sitzt das Klimasekretariat und da sitzt das Sekretariat gegen Wüstenbildung, da sitzt das Sekretariat zum Artenschutz etc. pp. Also erstens, mir ist dieses, du kannst es nicht schaffen oder no future, das ist mir fremd. Ich wäre manchmal gefragt, wie hältst du das aus, so ein Buch zu schreiben, dich dahin zu setzen und das zu wissen? Und ich sage dann immer, ja, mein Gott, was soll ich denn anderes tun, als es rauszuschreien, zu sagen, Leute, jetzt müssen wir. Was soll ich denn tun? Ich könnte mich natürlich betrinken, aber das ist ungesund und auch nicht erfolgreich. Das wäre dann sozusagen diese Form von No Future. Also mein dringender Appell ist immer wieder, lassen Sie uns gemeinsam gucken, was unser Interesse ist. Und lassen Sie uns daraus ableiten, was wir mit dieser Gesellschaft vorhaben. Ich habe früher immer gesagt, bildet Banden, organisiert euch. Gut, die Banden gibt es jetzt mit Fridays for Futures, ich bin also relativ begeistert darüber. Aber wir lassen uns viel zu oft einreden, dass wir bestimmte Interessen haben sollen, dass ein Kohleausstieg 2038 vernünftig ist, dass ein Kohleausstieg vor dem Jahr 2030 nicht geht. Es gab mal in den 90er Jahren eine Anzeige, da hat die Energiewirtschaft erklärt, ein Land wie Deutschland könne sowieso nur maximal 4% erneuerbare Energien aus Wind, Wasser und Sonne erzeugen. Mehr geht überhaupt nicht. Und dann haben ein paar Pioniere gesagt, jetzt zeigen wir euch mal, was geht. Und haben eine tatsächlich super Rallye hingelegt, denn ohne das Erneuerbare Energiengesetz wäre die Welt heute schon längst an diesen Kippelementen. Es ist mittlerweile wesentlich billiger geworden, ein Solarkraftwerk zu bauen als ein Kohlekraftwerk. Es gab vor einigen Tagen eine Erhebung der Weltbank, wonach 76% aller im Jahr 2015 auf dem Tisch als Projekt liegenden Kohleprojekte gestrichen wurden. Zugunsten von Wind und Solar. Das zeigt, wir können es schaffen. Es gibt Alternativen. Wir müssen klug steuern. Politik muss klug steuern. Die ganzen Subventionen, die es heute auf Benzinautos, auf Dieselautos, auf fossile Energien gibt, die müssen natürlich als erstes gestrichen werden. Natürlich brauchen wir teureres Fleisch. Natürlich geht diese Form von Fleischproduktion weder mit Klimaschutz, noch mit Tierschutz, noch mit irgendeiner ethisch-moralischen Vorstellung von uns Menschen einher. Natürlich müssen wir bestimmte Dinge anders machen. Wir können nicht mehr mit Beton bauen.
Das können wir uns nicht mehr leisten. Straßen zu betonieren, das geht nicht mehr. Beton ist klimaschädlich und zwar so klimaschädlich, dass er 7% der weltweiten Emissionen ausmacht. Wir müssen also irgendwie uns klarkriegen, was sind unsere Interessen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, um gegen dieses No Future anzukämpfen, wenn man sich klar wird, was unsere ureigenen Interessen sind. Also damals, ich verspreche, ich bleibe jetzt nicht bei den 80er Jahren, aber einfach nochmal darauf hingewiesen, damals hieß der Weg, also auch der grüne Weg hieß dann, ja, wir müssen halt den guten alten Bewusstseinswandel schaffen. Da gab es dann zu der Zeit, die Älteren werden sich erinnern, Bücher von Hans Jonas, Prinzip Verantwortung oder Räumer von Ditfurth, lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Oder es gab in beiden deutschen Staaten Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung. Will sagen, das, was Sie jetzt gesagt haben, erstmal müssen sich sozusagen die Menschen darüber bewusst werden, wo ist das Problem und wie gehen wir das jetzt an, und wir nehmen das quasi selbst in die Hand, so wie bei der Revolution in der DDR, da ist es ja auch so gelaufen. Es gibt ein Problem, wir müssen es lösen, wir können es auch und wir kriegen es hin. Die Frage ist, so eine Art von Bewusstseinswandel dauert ja doch ziemlich lange, also mehrere Jahre. Sagen Sie ja auch, wir haben gar nicht so viel Zeit. Also wir haben jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre schon irgendwie nichts hinbekommen. Sollen wir jetzt wirklich wieder die nächsten 5 Jahre darauf warten, dass sich der Bewusstseinswandel dann langsam, dass dann der SUV vielleicht ein bisschen kleiner wird oder dass er dann nur noch 7 statt 8 Litern verbraucht oder so? Ist die Zeit dafür da, darauf warten zu dürfen? Ist das nicht viel zu passiv? Nein, natürlich ist die Zeit nicht da. Wir haben keine Zeit mehr. Es ist 11:55 mindestens. Wir fragen uns manchmal, ob die Erzählweise die richtige ist. Ich glaube, also gerade im Osten können die Leute, wir brauchen eine große Transformation, nicht mehr hören. Die haben jetzt 30 Jahre Transformation hinter sich, da ist jetzt mal gut. Wir müssen das anders erzählen. Wir müssen den Bremern sagen, ihr werdet gerade enteignet. Euer Wohngrundstück, das ist demnächst nichts mehr wert. Wir müssen den Rostockern sagen, wenn ihr wollt, dass eure Stadt eine Zukunft hat, dann müsst ihr montags auf die Straße gehen. Ihr müsst eine neue Montagsdemo machen. Wir müssen den Leuten erklären, dass Klimaschutz Heimatschutz ist. Wer in Niedersachsen ein Grundstück hat und dort irgendwie am Brunnen hängt, der muss fürchten, dass demnächst die Grundwasserneubildung einfach nicht mehr ausreicht. Dass das Grundstück entwertet wird. Und wenn du so den Leuten erklärst, pass mal auf, du persönlich bist betroffen, ich glaube, dann fangen die Leute auch an, anders nachzudenken. Vielleicht nochmal zu diesem Meeresspiegel. Das ist physikalisch so, dass der bis zum Ende des Jahrhunderts praktisch nur, also bis maximal 2 Meter steigen kann. Das liegt in der Physik der Sache. Das Problem ist aber, wenn der einmal um 2 Meter gestiegen ist, dann kommen eben im nächsten Jahrhundert wieder 2 Meter dazu. Und im nächsten Jahrhundert dann wieder 2,20 Meter. Und im nächsten Jahrhundert dann wieder so. Das ist also ein Prozess, dem läuft die gesamte Menschheit immer hinterher. Und wenn man sich anguckt, wo es eben heute schon ja, relativ starken Klimaschutz gibt und guckt sich dann mal an, wie sich das Vereinigte Königreich zum Beispiel entwickelt, die haben nämlich ein Klimagesetz schon seit 2012, das wären dann irgendwann mal 3 Inselchen, die übrig bleiben. Und ich glaube, deshalb sind die Briten eben beim Klimaschutz auch so, dass sie sagen, Mensch, egal ob das jetzt konservativ ist oder nicht, wir müssen hier was tun. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass Sie noch dran kommen sollen und mögen. Mein Kollege ist da schon gerade dabei, das Mikrofon auszurichten. Wenn Sie sich melden, versuchen Sie das mal so zu machen, dass mein Kollege Sie gut sehen kann, weil ich bin hier so geblendet, dass ich kaum die Hände sehe. Und bevor Sie sich mit der Frage aufgerappelt haben, stelle ich noch eine, dann haben Sie noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Wir werden uns natürlich irgendwann der Frage stellen, und zwar jeder von uns und auch die Politik, das kostet ja alles sehr viel Geld. Also die Antwort, es wird noch viel mehr kosten, wenn wir es nicht machen, jetzt mal beiseite genommen, aber wir werden dieses Geld irgendwie auftreiben müssen. Und damit werden wir jetzt
quasi bei der Politik angekommen. Ich weiß nicht, ob Ihre Fragen auch in die Richtung gehen, aber wie in Kürze wollen wir das denn machen? Wer soll es denn dann am Ende bezahlen? Niklas Stern, Berater der britischen Regierung, ehemals Weltbankchef. Also relativ unverdächtig, Klimaschützer zu sein. Der hat mal berechnet, was unterlassener Klimaschutz kosten wird. Und er kommt auf die wahnsinnige Summe, so viel wie die Schäden von Weltkrieg I und Weltkrieg II zusammengenommen, und zwar jährlich, jedes Jahr wird es das kosten. Es ist bereits heute beschlossene Sache, dass die Staaten des Nordens, also wir, die Verursacher, an die Staaten des Südens 100 Milliarden Dollar jährlich überweisen, damit die Staaten des Südens in die Lage versetzt werden, sich an das Problem anzupassen. Das ist also 2009 auf dieser Klimakonferenz in Kopenhagen versprochen worden. Und jetzt braucht man kein großer Prophet zu sein, natürlich nie umgesetzt worden. Also es steht im Pariser Protokoll drin, jawohl, ihr kriegt das Geld. Aber wie das jetzt praktisch funktioniert, gibt es dafür eine Bank, wo kann man den Antrag stellen, wie wird das Geld ausgeschüttet, wer muss es überhaupt erheben, das ist alles ungeklärt. Jetzt kommt aber der Witz, es ist ebenfalls Beschlusslage, dass bis Mitte dieses Jahrhunderts aus diesen 100 Milliarden 300 Milliarden werden. Nein, bis 2030 wären es 300 Milliarden. Und bis Mitte des Jahrhunderts sollen es dann 500 Milliarden werden. Das heißt, da kann man schon sehen, wenn wir nichts tun, wird es total teuer. Und jetzt kommen die Schäden noch oben drauf. Und ich kann jedem Ökonomen da nur empfehlen, einfach mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen. Und dann liegen die Sachen irgendwie doch ziemlich klar auf dem Tisch. Sehe ich Ihrerseits Fragen? Sehe ich überhaupt das Mikrofon? Nein. Sehe ich meinen Kollegen? Doch. Hier vorne. Oh. Jetzt mal eine Feststellung treffen. Ich glaube, wir müssen alle aus unserer Komfortzone raus. Für den einen bedeutet das weniger Fleisch zu essen, für den anderen bedeutet das weniger Auto zu fahren. Das muss jeder so für sich selbst abschätzen. Und ich glaube, das hat Herr Reimer ja auch schon gesagt, und das war ja auch schon vor ein paar Jahren in einer großen Diskussion, wenn wir nichts tun, wird es immer teurer. Und außerdem denke ich mal, dass man alles, was in der Forschung möglich ist, ich glaube, das muss man nicht alles immer machen. Man sollte abwägen, ist es sinnvoll? Zum Beispiel gibt es ja auch so ein Beispiel, was jetzt nichts mit dem Klimaschutz zu tun hat, aber zum Beispiel dieses Klonschaf Dolly damals. Das hat man ja auch dann deswegen gemacht, weil es möglich war. Aber wenn man dann die Schaf gesehen hat, dann hat man sich ja auch gedacht, das ist ja furchtbar. Also da muss ich Ihnen an einer Stelle scharf widersprechen. Wir müssen als Kollektiv die Rahmenbedingungen ändern. Wenn jeder Einzelne anfängt, weniger Fleisch zu essen, ist uns überhaupt nichts getan. Man hat das gut gesehen damals, es gibt hier im Buch, dann gibt es die ersten 10 Tipps zum Klimaretter. Und da steht drin, schrauben Sie eine Energiesparlampe rein. Ja? Das hat aber überhaupt nichts gebracht, wenn Sie eine Energiesparlampe haben und ich und wir. Hat gar nichts gebracht. Erst als quasi die Politik gesagt hat, wir machen das verbindlich, dass jetzt alle Energiesparlampen reinschrauben, erst an der Stelle hat sich A, die Technologie durchgesetzt und ist B, der Effekt eingetreten, der sozusagen ja total logisch war. Also diese alte Erfindung, diese alte Glühbirne, die hat 80% ihrer Energie als Wärme abgegeben. Das ist eine Technik von vor über 100 Jahren gewesen. Und das ist immer noch unser Stand. So. Also wir müssen die Rahmenbedingungen ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass Bahnfahren billiger wird und Fliegen teurer wird. Wir müssen dafür sorgen, dass es ein Tempolimit auf der Autobahn gibt.
Wir müssen dafür sorgen, dass es sowas wie ein Veggie-Day gibt. Natürlich, warum denn nicht? Aber, Herr Reimer, das ist doch Verbotspolitik. Ja, das bin ich auch gefragt worden. Warum wollen Sie denn jemanden seine Freiheit nehmen, auf der Autobahn zu rasen? Da habe ich gesagt, weil der mir die Freiheit nimmt, dass ich in 30 Jahren noch durch meinen geliebten Wald gehen kann. Und jetzt ist es doch klar, dass sozusagen, wenn meine Freiheit beschnitten wird, der Antritt nicht kommen kann und sagen, aber meine Freiheit, die will ich behalten. Also insofern muss es doch dann Interessenausgleich geben und kluge Politik sorgt doch dafür, dass es einen Interessenausgleich gibt. Und ich liebe das wirklich, in diesen Wald zu gehen. Und wenn ich habe da so einen eiszeitlichen Buchenwald, da sind mittlerweile 8 von 10 Bäumen krank oder tot. Es ist also nicht mehr eine Frage von Jahren, wann dieser Wald weg ist, sondern er ist im Prinzip jetzt schon nicht mehr begehbar. Wenn Sie in den Harz gehen und da wandern wollen, das ist erbärmlich, das ist jämmerlich. Sie laufen da durch Totholz stundenlang. Spätestens an der Stelle muss uns doch klar sein, hier stimmt irgendwas nicht. Hier vorne ist eine Frage. Ja, guten Abend. Ja, die erste Frage hat sich erledigt. Ich wollte der Vorrednerin widersprechen, das haben Sie schon gemacht. Meine Frage geht dahin, wenn Sie jetzt, ich komme doch jetzt mal einfach auf die Koalitionsverhandlungen, wenn Sie 3 Wünsche frei hätten und es würde jetzt, ich nehme das einfach mal an, eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP geben, was würden Sie denen raten, wenn Sie 3 Wünsche frei hätten? Also wenn ich 3 Wünsche frei hätte, würde ich mir erstens eine grüne Bundeskanzlerin wünschen und zweitens dann eine Klimaliste mit 7% im Bundestag, damit nämlich eine grüne Bundeskanzlerin immer von der linken Opposition quasi gesagt kriegt, du musst engagierter werden, du musst mehr machen etc. pp. Aber ich wollte jetzt mal auf die echte Situation. Die echte Situation, die ist ehrlich gesagt... Ich hätte jetzt fast ein Schimpfwort benutzt. Folgendes Beispiel. Armin Laschet fährt nach dem Starkregen nach Hagen. Er fährt also ins Flutgebiet, um sich mit seinen Bürgern zu stellen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Und dann sagt Armin Laschet, jawohl, das ist der Klimawandel, so sieht der Klimawandel aus. Deshalb müssen wir mehr tun. Und deshalb tun wir in Nordrhein-Westfalen ja auch so viel wie kaum ein anderes Bundesland. Und dann sagt er, wir sind zum Beispiel diejenigen, die das erste Klimaanpassungsgesetz beschlossen haben. Und jetzt passiert nichts. Niemand fragt Armin Laschet, sag mal, du sagst, du machst Klimaschutz und begründest das mit dem Klimaanpassungsgesetz. Aber ein Klimaanpassungsgesetz ist doch wegen unterlassenem Klimaschutz. Das hat doch mit Klimaschutz nichts zu tun. Wenn du dir nämlich die Daten anguckst, die Werte, da liegt Nordrhein-Westfalen fast überall auf dem hinteren Platz. Das Einzige, wo sie ganz gut dastehen, ist die Windkraft. Aber okay, es ist halt auch ein riesengroßes Land. Ja? Windkraft pro Kopf sieht schon wieder viel, viel schlechter aus. So. Und es wird nicht widersprochen. Und jetzt wird mit so einem Menschen über Klimaschutz verhandelt. Da kann überhaupt nichts rauskommen. Das kann überhaupt nicht progressiv sein. Armin Laschet hat dafür gesorgt, dass die Windkraft in Nordrhein-Westfalen quasi zum Erliegen kommt. Und dann läuft er durch die Welt und sagt, wir machen ganz viel Klimaschutz, wir müssen jetzt Klimaschutz, wir machen ganz viel. Und niemand widerspricht. Es sagt keiner von diesen Betroffenen da, Armin, das geht so nicht. Das lassen wir nicht mit uns machen. Du machst Wahlkampf, noch dazu mit Lügen, auf uns. Was soll ich mir wünschen von einer FDP, die mit marktwirtschaftlichen Mitteln die Erneuerbaren ausbauen will? Das ist ja, wissen Sie, das ist ja ein irrsinniger Witz. Im Moment ist das so, dass die Regierung beschließt, wir wollen im nächsten Jahr 400 Megawatt Wind. Das ist so, wie die SED immer gesagt hat, im nächsten Jahr stellen wir so und so viel Trabant her. Und raus kam dann immer viel weniger
Genauso ist es heute. Es kommt immer weniger, als ausgeschrieben wird, raus. Und die Regierung sagt dann hinterher, wir haben den Plan schon wieder übererfüllt. Es ist genau dieselbe Planwirtschaft, die ich in der DDR erlebt habe. Aber das geht durch. Da gibt es kein Handelsblatt, was sagt, Entschuldigung, ihr wollt mehr Marktwirtschaft machen und macht das mit diesem Instrumentarium? Das ist aber komisch. Da gibt es keine FAZ, die sagt, oh, also im Sozialismus war das doch genauso, oder? Da habt ihr doch auch irgendeinen Plan ausgeschrieben, wie es im nächsten Jahr werden soll. Und da habt ihr den Plan nie erreicht. Und jetzt geht diese FDP daher und sagt, wir machen das mit Marktwirtschaft. Und es widerspricht niemand. Und ich sitze dann da und denke mir, komisch. Also was soll ich mir da wünschen? Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass die Grünen auf 25% kommen. Das kann ich mir aber jetzt nach dem Nein nicht mehr wünschen. Es kann jetzt vielleicht eine Art Schadensbegrenzung geben. Aber das Groteske an diesem Klimaziel, wir haben ja schon wieder ein neues Klimaziel. Ja? Wir wollen bis 2030 minus 55%. Jetzt gibt es alle seriösen Wissenschaftler, die sich mit dieser Materie befassen, die sagen, da müsstet ihr den Ausbau der Erneuerbaren mindestens verdreifachen. Mindestens verdreifachen. Stattdessen blockt diese Regierung jedes Jahr immer weiter den Ausbau ab. Die Windkraft ist mittlerweile so stark am Boden, dass nur auch die Windindustrie die Werke schließt. Brandenburg, Lauchhammer wird gerade das Wind. Und dann fragst du dich, die wollen jetzt Erneuerbare ausbauen, aber wir haben gar keine Fabrik mehr. Wie sollte das funktionieren? Die müssen doch irgendwo hergestellt werden, die Windräder. Nee, das geht eben bei Windrädern, ist das nicht so, weil da ist der Transportweg einfach viel, viel, viel zu groß und zu lang. Das ist relativ schwierig. Aber ja, Dänemark zum Beispiel, könnte man dann sagen. Die sind ja ziemlich vorneweg, was die Windkraft betrifft. Das war zur Beantwortung der Frage, was Sie sich wünschen, war leider zum großen Teil Irreales, also geht nicht mehr. Ja, es tut mir leid. Aber ich könnte Ihnen einen Tipp geben, was Sie sich wünschen können. Oder was ich würde mir zum Beispiel wünschen, Stichwort Finanzen, dass es ein Denken darüber gibt, dass eine grüne Null erreicht werden muss und keine schwarze. Ich glaube, damit ist schon sehr viel getan. Wissen Sie, das sind alles realpolitische Ansätze, die natürlich schön wären, aber die viel, viel, viel zu wenig sind. Das Thema muss strahlen. Die Brasilianer müssen sagen, wow, was die da machen, das wollen wir auch. Ich habe ein Buch über diese Klimakonferenzen geschrieben, Schlusskonferenz. Ich war immer auf diesen Klimakonferenzen. Und dann heißt es immer, from Germany, die Energiewende, wow. Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ihr wüsstet, was bei uns los ist, ihr würdet uns derartig hassen. Aber es hieß immer bloß, wow, from Germany. Ich wurde also dann vom indonesischen Umweltminister eingeladen, ich soll doch mal was über die deutsche Energiewende erzählen. Es war peinlich, es war einfach nur peinlich. Sehe ich noch weitere Fragen Ihrerseits? Ja, bitte. Ja, ich hätte noch eine. Sie stecken schon sehr lange im Thema Erzählen, die Geschichte schon sehr lang. Was ist Ihre Erfahrung? Wie muss man die Geschichte erzählen, damit Menschen ihr Verhalten ändern? Einen Arschruck kriegen, auf Deutsch gesagt. Ich meine, was ich jetzt wahrgenommen habe, Sie erzählen eine sehr, schon auch angstbesetzte negative Geschichte. Meine Lebenserfahrung sagt eigentlich, Menschen folgen nur positiven Bildern. Wie ist da Ihre Erfahrung? Nee, Menschen engagieren sich eben auch gegen Dinge, gegen eine sozialistische Partei, die einen Machtanspruch hegt. Also es gibt schon auch Sachen, gegen die man sich engagiert. Also das Problem ist, dass ich in den letzten 20 Jahren zumindest nicht den Schlüssel gefunden habe. Wenn ich diesen Schlüssel gefunden hätte, dann hätten wir dieses Buch nicht schreiben müssen, Deutschland 2050. Dann wäre vielleicht dieses Buch der Bestseller geworden. Und dann hätten vielleicht die Leute gesagt, Mann, toll, Carsharing, das ist doch super. Lernst du noch nette Menschen kennen? Ja? Ich weiß es leider nicht. Und ich vermute mal, wenn es Menschen gäbe, die wüssten, wie es geht, dann wären wir weiter. Ich glaube, das Problem ist, dass es wirklich so
Wenn du an einem Strang ziehst, dann ist bis ins Hinterste alles verrutscht, weil alles mit allem zusammenhängt. Es ist eben nicht wie beim Ozonloch, dass man sagt, pass mal auf, wir machen hier FCKW frei und damit können wir das Problem lösen, sondern es ist eben so komplex, es ist so viel, es ist so groß. Und da ist es wirklich schwierig, an einer Stelle anzufangen und irgendwie ein leuchtendes Beispiel, irgendeinen Erfolg hinzukriegen. Tut mir leid, wenn ich da nicht zufriedenstellender antworten kann. Liebes Publikum, da wir jetzt 90 Minuten erreicht haben und ich im Augenblick tatsächlich keine Fragen sehe, würde ich jetzt folgenden Vorschlag machen. Damit wir hoffnungsvoll aus diesem, aus diesem Abend herausgehen. Ich muss zusehen, dass der nicht von mir stammende Spruch, sondern von Václav Havel, immerhin sind wir in einem literarischen Salon, muss jetzt aufpassen, dass das nicht zu pathetisch gerinnt, damit sie wird, damit sie jetzt nicht gleich schon den Schlussapplaus machen, denn ich muss hinterher noch etwas weiteres sagen, nämlich zur nächsten Veranstaltung. Was will ich sagen? Ich will sagen mit Václav Havel, Hoffnung, sagt er, sei nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Überzeugung, dass etwas sinnvoll ist, egal wie es ausgeht. Kann man so stehen lassen, finde ich ein guter Ansatz zu überlegen, was in den nächsten Jahren passieren soll. Egal wie es ausgeht, sinnvoll ist es allemal. Sinnvoll war es heute möglicherweise noch eine 3G-Veranstaltung zu machen. Ab nächster Woche gilt bei uns im Literarischen Salon die Regel 2G. Sie müssen sich dann weiterhin bei uns anmelden. Es gibt dann aber keine Maskenpflicht mehr und deswegen haben wir wegen der auch entfallenden Abstandspflicht die Gelegenheit, mehr Besucher und Besucherinnen unterzubringen. Jetzt sind wir allerdings in der nächsten Woche, das wäre meine Ansage gewesen, was da passiert. Da sind wir leider schon voll. Ich sage Ihnen aber trotzdem, was da passiert. Also am Montag, dem 11.10. unterhält sich meine Kollegin Marielle Reichert mit der deutschen Politikerin Aminata Touré über ihr Buch »Wir können mehr sein«. Das können Sie hier im Literarischen Salon leider nicht sehen, sofern Sie sich nicht schon angemeldet haben. Sie können sich das Gespräch aber auf jeden Fall anhören, so wie das von heute auch. Wir stellen das, wie gesagt, online, einen Tag später. Wenn Sie das tun wollen, also dieses Gespräch oder das mit Aminata Touré, warten Sie einen Tag, gehen Sie auf unsere Homepage, gucken Sie auf unseren YouTube-Kanal oder auf Spotify. Und was die ganzen Anmeldeformalitäten angeht zu 2G, verweise ich einfach darauf, halten Sie sich auf dem Laufenden bei uns, auf unserer Homepage, auf Social Media oder abonnieren Sie unseren Newsletter. So, jetzt habe ich einen sehr, sehr herzlichen Dank an Sie, dass Sie so lange ausgehalten haben. Einen sehr herzlichen Dank an Nick Reimer. Schön, dass Sie da waren. Und ich verabschiede mich hoffnungsvoll, ohne Václav Havel, aber mit uns beiden. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Thank you.